So, jetzt haben wir unsere erste größere Halle gefunden. Dann schauen wir doch mal, was da drin so Schönes auf uns wartet. Ich habe auch schon gesagt, oder irgendwie Ersatzbetten oder so. Also Bett kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, hier ist es egal, weil ja. Ein paar Fahrzeuge drin, so wie Mini-Wartungshalle vielleicht. Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei National Geographic, das wilde Tom und seine Umgebung, Teil 4. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Wir haben das wilde Tom bis auf ein Militärgelände in der Nähe von Luckenwalde verfolgt. Es ist hier, um seine Höhle zu inspizieren, auch genannt die wollüstige Lustgrotte. Es inspiziert mit größter Genauigkeit, um auch sicherzugehen, dass niemand eingedrungen ist. Oh, was tut es? Irgendwas scheint nicht zu stimmen, meine Damen und Herren. Wir versuchen einmal näher heranzugehen, um zu schauen, was es dort tut. Hat es uns bemerkt? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Diese Genauigkeit bei der Inspektion. Kein Tier auf der Welt vermag dies nachzumachen. Was hat es nur vor? Das erzählen wir Ihnen alles in der nächsten Folge. National Geographic, das wilde Tom. Verdammt! Noch ein Paparazzo, ich dachte, ich wäre der Einzige. Nein, 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 nein. Ich überlege gerade, ob das irgendwie für Feuerfackeln, Lichter oder sonst irgendwas war, durch das Glas da drin. Wenn das jemand weiß, könnte das immer in die Kommentare hauen.
habe keinerlei Idee. Das wird wohl ein zweiter gewesen sein. Wofür auch immer. Für die unter euch, die Russisch können, könnt ihr ja mal übersetzen, weil ich bin noch am Lernen. Das gibt's nicht. Also unsere ominöse Reihe, einsamer Stuhl, Teil, keine Ahnung, 100 oder so, setzt sich hier gerade mal fort. Was auch immer das war, keine Ahnung. Und hier waren vermutlich eine ganze Menge Bänke. Ah, dann wird's eine Bühne gewesen sein. Tada, guten Morgen, Ghost. Ja, dann betreten wir mal die Bühne. Da kommt ein Mössel und betritt die Bühne. Ein Applaus bitte für Mössel. Mössel mit den heutigen Nachrichten. Wie ist das Wetter? Ist kalt. Hast du Hunger? Geht. Hast du Hackfleisch dabei? Leider nein. Dann musst du die Bühne verlassen. Dankeschön. Nein. Aber ich habe Brühe. Brühe. Spam. Genau. Das wird so eine Mini-Abstellkammer gewesen sein. Aber ansonsten, die heutige Theaterinszenierung von Dom und Mörsel. Teil 3 des malträtierten Stuhls. Sehr engagiert und wollüstig holt er sein Equipment raus und machte Bilder, bis er sich erbrach. Nein, der Stuhl brach. Immer diese perfiden Makroaufnahmen. Lass mich. Na klar, die. Das macht Spaß. Das machen wir nachher hier auch. Wird mal interessieren, was sie hier aufgeführt haben. Aber Platz für eine Menge Leute war hier. Und das Bild ist ziemlich mega. Oder? Ja. Richtig gut. Und Action. Schwarzes Gold. Mit deinem Lieblingsbuddy teilen. Wer braucht da noch Frauen?
Das ist schön, als in der Pizze. Zunder und Birke, das geilste Material zum Feuer machen, auch bei Regen. Ah, ich liebe Natur, was sie zu bieten hat. Irgendwo ein Fenster finde, wo ich reinkomme. Reinnehmen. Willst du mit? Wie du willst. Wollen wir rein? Dann lasse ich den Sack jetzt mal draußen. Fotoknöpfe glaube ich auch draußen, oder? Ich weiß es nicht. Na, oder willst du schnell trainieren, dann können wir hier auf den Rucksack aufpassen. Ja, dann kannst du Bilder machen noch. Mit rein? Ja. Cool. Also wenn Marcel jetzt noch auf unsere Sachen hier aufpasst, werden wir beide hier mal reingehen, ein paar Fotos machen und mal schauen, ob uns das Dach auf den Kopf fällt oder nicht. Und im Hintergrund der Bewacher, der gerade Fotos macht. Der Marcel halt. Ja. Nicht. Ja. Mal Kamera abstellen. Nee, pass auf, wir sind überall Glasscherben. Scheint echt nur der Dachstuhl zu sein, der kaputt ist da rum. Aber das sieht ja echt alles nicht gut aus. Ja, dieser vermoderte Feuergeruch, Leute. Mega interessant aus hier. Ich kann man bestimmt gerade ein geiles Foto von machen. Aber Kamera haben wir draußen gelassen. Weil es dann doch irgendwas ist, dass nicht so viel Schrott geht. Das ist ja witzig. Oh, was das wohl mal gewesen sein mag. Der Geo. Bitte? Geo. Bitte.
Unsere Welt ist eine Scheibe. Hiermit ist es bewiesen. Keine Ahnung, was das heißt. Fühlt sich total unbeobachtet und sicher, der Typ. Ja, ich mag dein Lächeln. Wenn du damit aufhörst, ist es allerdings noch besser. Hier ist eine Treppe hinter. Aber schade. Schade, schade, schade. Alles doch sehr ähnlich. Und da kommt schon wieder der Gedanke wie in Krampnitz hoch, was hier wohl alles mal passiert ist. Das hier wohl war. Ja, vor allem, genau, hast du recht, vor allem was das alles war. Das wohl alles mal irgendwie richtig eingerichtet ausgesehen haben muss. Keine Ahnung, irgendwie mit Sofa oder Tischchen, sonst irgendwas. Keine Ahnung, wie das früher so war. Ja, das glaube ich auch. Du sitzt hier irgendwie im Winter draußen arschkalt und hast hier drin echt schön warm Hintern. Es gibt sich Stuhl Nummer 5. Möge der Stuhl mit uns sein, oder? Boah, Leute, das ist echt schon irgendwie ziemlich geil hier. Ich weiß jetzt schon, das wird genauso enden wie in Krampnitz. Ich will hier gar nicht mehr weg, werde mir hier ein Zelt aufbauen und wahrscheinlich die nächsten Jahre mit
oder ohne Tante Mörsel hier alles unter die Lupe nehmen. Wir wollen gucken, dass wir noch das Gefängnis finden. Schauen gleich mal irgendwo bei Google nach, ob man irgendwo einen Lageplan findet oder so. Und sportplatztechnisch sind hier ein paar kleine Sachen gewesen. Eigentlich Sportplatz waren wir auch noch nicht. Es ist aber irgendwie gleich nach 16 Uhr, also schon 3 Stunden hier unterwegs. Und von daher gehen wir auf Gefängnissuche. Vermutlich gerade auf der Suche nach dem Gefängnisplatz, oder? Genau so gesagt, ja. Ah, wie geil. Sehr schön. So muss. Wie gefällt dir das Gelände bis jetzt? Gut. Mega. Auf jeden Fall spannend. Definitiv. Definitiv. Überall auf dem Gelände die roten Hydranten. Und ich hoffe, dass da kein Wasser drin war, sondern eine nicht versiegende Bier- und Rotweinquelle. Das wäre gut. Also, Fazit vom heutigen Lost Place, wo wir hier sind. Mega geil, mega interessant. Leider Akku irgendwie viel zu schnell leer geworden. Wir haben gerade noch eine geile Brühe gemacht. Das war irgendwie das erste Mal, weil sonst kochen wir ja immer. Da oder der. Ja. Ja, werden hier demnächst auf jeden Fall nochmal hin. Ich denke, so 3-4 Male könnten das noch werden. Und dann werden wir noch, was sagtest du vorhin, was war das, wo die Panzer getestet wurden, in der Wasserstraße da? Mhm. Genau, dann werden wir da noch hingehen, dann wollen wir noch ins Kino und wir haben wahrscheinlich den einen Raum entdeckt, der unten so ein bisschen ist, der wahrscheinlich Materiallager war. Lagen eine Menge Taschen drin, das konnten wir leider alles nicht mehr filmen. Von daher zurück zum Auto. Heute Abend erstmal alles überspielen und dann anfangen Videos schneiden. Und vielleicht kriegen wir das ja wieder hin. Heute ist Samstag, dass es Sonntag dann online ist. In diesem Sinne, Mörsel. Rinje boxt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Du auch Rinje boxt? Rinje boxt. Alles klar. Be prepared.